Ja. Ja, meiner hat Assi. Ich hoffe, dass ich da mit dem Scharfschützen gut gegenkomme. Phönixe gekauft. Er hat sich noch Phönixe gekauft. Vier Artis kommen zu dir.
Ich hab gewonnen. Ah, vielleicht kriege ich so ein paar Levels für meinen Kleinen. Nee. Das merke ich jetzt. Ja.
meine, das Aufflammenwerfer. Ah, sogar zwei. Meiner nicht. Meiner schafft mich wie dem scheiß Hacker. Ein Flammenwerfer hat die ein Hacker. Welcher? Nee, der nicht. Den muss ich nachher selber killen. Der Heck. Ja, der Heck. Ich hätte dem da jetzt gleich noch ein paar Phönix Dings hingestellt. Und tschüss, Hacker. Boah. Nee, der hat aber auch verloren, oder? Und es kommen Einheiten jetzt zu dir, die sich wieder beleben.
Ja, meiner rüstet jetzt auch auf Feuer. Das sind nur noch diese scheiß, diese blöden Phönixe. Sechs wieder. Ups. Ich hab gewonnen. Das ziemlich gut geworden. Ja, meine SQB ist fast fertig.
Aber ein Sniper. Noch. Ja. Gib mir mal einen Tipp, was ich machen. Arclight oder nochmal Phoenix? Ah, toll.
Ah, der hat noch Fangs dazwischen. Knappe Geschichte. Da ist der Over hier. Gar nicht gut. Hat ihr was gegen Luftabwehr? Okay. Nächste Runde nicht mehr.
Komm rüber. Das ist egal. Der hat 120, ich bin bei 205. Jetzt kommt ein zweiter Over hier, okay. Und eine Festung. Rettet mich gerade. Er kommt auch rüber. Aber die Fessung von dem hat auch nicht mehr sehr viel. Ins ganz locker. Wir haben bis jetzt noch eine Runde verloren erst, ne? Thank you.
Ja, ich brauche eigentlich die Arcs nur für Bodeneinheiten wegzumachen, ne? Fancy. Wovon der ja genug hat. Seine Festung Schrott. Hab aus meinen Phönixen jetzt Scharfschützen gemacht. Noch das Schild von mir und wiederbeleben. Dann ist eh voll. Okay. Diesmal verliere ich wieder. Der Festung das Schild weggenommen. Und was hat er?
ich musste Credit nehmen, um ein Update zu machen und neue Einheiten zu kaufen. Alter, und er kommt nochmal zwei Overlords. Nee, macht er nicht. Gehe ich mit den Arcs noch auf Luftabwehr. Ja. Bei 8. Aber meine sind schon, haben mehr Updates als er. Gerade nicht gut aus für mich. Also die Dicken habe ich jetzt alle klein. Ah nein, ein Over hier ist noch da. Ey, wenn die ganzen Funks nicht... Die ganzen Funks, ne? Das ist so ekelhaft. Was nehmen wir denn da? Dann nehmen wir den, der hat viel Leben. Gleiche Taktik wie eben, mal gucken, ob das klappt. Der hat Panzer und...
Mal gucken, mal gucken. Ja, deswegen bin ich auch relativ zwiegespalten bei der Taktik. Ein Sniper übergeblieben und vier Panzer und ich auch. Verloren. Die Rakete war gut von ihm gesetzt. Er hat eine wunderschöne Rakete. Ist auch schon durch. Ist mit zwei Rhinos in der Runde.
keine Erfahrung zusammen, ne? Ja. Ja. Ich bin am Überlegen, Rutsche Wespen oder eine Rutsche Phönixe. Zusätzlich kriegen wir auch noch die Sturmrufe. Aber die haben nichts gegen Luftabwehr. Hier sind nur noch gegnerische Stahlkugeln über. Davon noch mal extra welche gebaut. Ja, ja. Aber die kommen halt jetzt gleich zu dir rüber, ne?
Es kommt ja mit dem Oboi. Einer ist down. Komm rüber. Bitte. Hier Level 2. Gegen den Ober hier Level 2 oder? Was er für Scharfschütze Stufe 3, ne? Also. Das sieht gut aus. Ja. Ah, schade. Gewonnen. Hat auf jeden Fall jetzt einen zweiten Over hier. Ja, ist er könnte noch einer. Einer hat nochmal, Alter, man hat jetzt vier Overlords. Du bist von der Seite angegriffen. Und bei mir ein Overlord.
Mal gucken. Oberlord ist da. Am besten kommen komplett zu mir rüber. Sind auch da. Ja, also Phönixe machen dasselbe auch. Gut. Ja. Komm rüber, ich bin fertig. Ah doch, komm, mach ich nie mit dem Gegner. Ja. Ja, hat er mir gerade vorgeschlagen. Nee, ich bin... Ja. Aber das macht... auch nicht so viel, weil dann kommen unsere beiden zusammen wieder zurück und treten den in den Arsch. Ah, okay.
Hab ich. Ich bin schon durch, ne? Bei mir sind vielleicht 30 Mustern übergeblieben. Viecher nicht klein. Hab gewonnen. Der hat sich selbst abgefackelt und mich abgefackelt. Echt? Ja, bei mir war es ganz einfach. Alle Bodentruppen sind in Flammen aufgegangen.
Ach, ich hab voll dran. Nee, ich... Gewinnst du. Kügelchen hinsetzen.